Willkommen zu Path of Exile. Mal wollen wir hier mal hier so mal hin. Gucken, ob hier vielleicht sich so ein Game versteckt. Schauen kann man ja mal, ne? So. Also eine Sache finde ich auch blöd, ne? Man kann hier zwar in die Mine, aber man kann in der Mine nicht verkaufen. So machen die es so nicht, dass man einfach weiter in die Mine nicht laufen kann, aber man kann sich zur Mine zu jemand anderen hin teleportieren. So dass du dieses Teil hier gar nicht anquatschen kannst, also diesen Preis, dass du mitlaufen kannst. Dass es halt extra der Solo-Bereich auch bleibt. Also musst du ja nur hier klicken bei der Mine und könntest da eben verkaufen. Und dann kannst du wieder zurück. Und du musst erst extra erst wieder ins Hideout. Ah, hier sowas. Das ist cool. Das finde ich cool. Das machen wir mal. Ja, hier geht es ja wohl so runter. Okay, also würde man zu dem Currency-Kram hinkommen, wenn man da mal hin will. Wenn ich da hin will. Das mal hier runter. Mal gucken, okay, alle Auren sind aktiv. Ja, natürlich. Natürlich. Schnarchnase. Hier sein Abbiegen. Ich mag diesen Zug nicht. Verarschen. Oh. Doch die Tränke lieber aktivieren. Die schießen hier auch an auf aufs, ne? Auch nicht so geil. Wenig Mobs auch. Mobs sind trotzdem so an. Mit eurem Nachspawn hier. Giftrolle ein bisschen einsacken. Also wenigstens prozentuales Zeug drauf. Mal schon überlegen, ob ich die drei drücke bei den zwei gelben, aber. Okay, jetzt sind wir aber auf 76er Stufe. Wäre das doch klug, bei den gelben das mal einzusetzen. Einfach mehr Schutz zu haben. Ah, ey, oh, da gab's ja mal Schaden. Den Fernkämpfer da wegmachen.
Gern. Dazu erheben auf, wir schauen einfach. Okay. Oh, ist verlinkt. Grammatik, aber so haben wir keinen Platz. Na ja gut, schon gehen wir zurück. Hiermit, keine Live auch drauf. Ist nix, ist. Was mit? Ah. Warte mal, die haben 5 Werte. Die haben Intelligenz. Die haben Intelligenz, die haben Armor, die haben Schild. Aber die haben Mana und richtig viel Lightning und Mittelmäßig. Also um zu verkaufen. Da kannst du sogar noch was drauf zaubern. Also die haben ja 80 Life. Resi kannst du da nicht mehr drauf machen und kannst da Lauftempo noch drauf machen. Weg. 16 sind die jetzt nicht. Damit kann man, die müsste man normalerweise für so jemanden, der gerade ein neues Bild macht oder ausprobiert, müssten die eigentlich sein. Ja, einfach Lauftempo 25% drauf zaubern, ist das ganz nett für den Anfang. Warm. So, ab wieder zurück. Mit. Bei Äxten gucke ich einfach mal. Homet. Ah, hier auch noch Dinge. Cool. Geschwindigkeit. Bitte. Ist ja umsonst. Aha. Wie soll ich gern? Das liegt gerne ein. Oh, schon wieder jemand. Light Cut. Die Bank dankt für 25 Chaos. Gucken. Ja, will ich kaufen. Ja. Eigentlich einen weiteren Exalted Orb sich leisten können. So, ab wieder zurück zur Mine. Na, hallo. Nimm dich mal ein bisschen schneller. So. Ist das Zeug jetzt echt verschwunden? Kann ja nicht. Hat auf Excel, echt jetzt. Ich meine, ganz ehrlich,
Wieso verschwindet das Teil? Ist doch gar nicht aktiviert worden. Oh mein. Also wirklich. Na, deswegen finde ich das auch blöd, dass man hier nicht in der Mine handeln kann. Ja, ist jetzt echt blöd, ne? Mir ist jetzt hier dieses Teil durch die Lappen gegangen. Wegen dem Handel. Okay, wusste ich jetzt auch nicht, dass das so passiert, ja, aber... Ja, ist halt nicht so geil, ne? 25 Chaos Orbs sind mir dann aber... Ja... Ist halt einfach so. Kann jetzt auch nichts dran ändern. Bin ich trotzdem blöd. Ändert nichts dran. Okay, nein. Gerne mit. Weg hier. Ja, kriegt hier zwar ganz nett EP. Gut, ist jetzt auch nur 76, aber ja, halt einfach die Masse macht's auch an Mobs. Hat ein paar Prozente drauf, deswegen nehme ich es mit. Höhere Wahrscheinlichkeit, dass da vom Roll Besseres drauf kommt. Ah, hier aktivieren. Ja, das habe ich doch vorhin gesucht. Diese Kammer. Dann gab es sie auf einmal gar nicht mehr zu finden. Aber im Video, wenn man sich das Video vorher anguckt, also nicht dieses, sondern das Video davor, dann sieht man das doch, dass es so eine Kammer gibt. Aber wenn du zurückrennst und da wieder Punkte anguckst, dann siehst du so eine Kammer gar nicht mehr. Das war echt. Komisches System dahinter. Wahrscheinlich ist das dafür da, damit der Arbeitsspeicher irgendwie nicht überlastet. Deswegen. Keine Ahnung, generiert er das neu oder was der Geier, was er da macht. Muss man irgendwie nicht verstehen. M-Cutter, super. Machen wir noch hier lang. Ah, diesmal folgt er mir auch in die richtige Richtung, ey. Schön am Abbiegen. Scheiß Fernkämpfer, Plasma-Kugel. Mega Man 3. Droppt mir doch gleich meinen ganzen Bildschirm voll. Erstmal beschweren, ne? Ist doch so. So lang fahren. Ja. Okay, wir machen erstmal hier in der Stadt. Verkauf eben mal und wir sehen uns dann einfach im nächsten Video.